Heute versuchen wir uns erneut in der Drachenhöhle gegen Arenaleiterin Sandra, gegen Champ Siegfried und mit unserem Rivalen. Was ist los? Bist du gekommen, um mich beim Training zu begaffen? Tja, jetzt laufe ich schon den weiten Weg hierher, um mir hier ein paar Geheimtricks abzuholen. Und was ist? Du kommst hier angeschissen und dieser Pseudo-Weise hat mir auch nichts beizubringen. Dann trainiere ich eben hier meine Pokémon, wenn mir sonst nichts bleibt. So, jetzt geht es los. Jetzt geht es hier wieder los, du der starke, der extrem starke Siegfried. Sei gegrüßt, Merlin! Und dich, dich kenne ich doch aus der Team Rocket Basis. Du? Du hast dich wohl bis jetzt versteckt, was? Diesmal mache ich dich alle. Los, kämpf mit mir. Ruhig, Blut. Kein Grund, gleich so zornig zu werden. Ich verneile und entschuldige mich für mein Verhalten. Aber wenn es ums Kräftemessen geht, bin ich niemals abgeneigt. Ah, ich habe eine Idee. Wie wäre es mit einem Kampf? 2 gegen 2. Wenn wir schon mal alle hier sind. Ha, war ja klar. Du siehst ein, dass du allein gegen mich keine Chance hast. So würde ich es nicht ausdrücken. Ein Kampf zu viert erscheint mir einfach viel vergnüglicher. In Ordnung, Merlin. Gibst du mir erneut die Ehre? Gut, dann sind du und ich ebenfalls Partner. Was, machst du Witze? Zieh dir erstmal was Anständiges an, bevor ich mit dir kämpfe, sonst lenkst du mich ja total ab. Hey Merlin, kommst du in mein Team? Wir zeigen diesem Siegfried, wie man es richtig macht. Okay, let's go, let's go. Ich habe jetzt einfach mal Magneton vorne rangepackt, weil ich glaube, das wäre jetzt das Effektivste hier gegen Gyarados und Dratini. Und ich würde hier erstmal das Gyarados paralysieren und die starken Pokémon vielleicht erstmal drin lassen und die schwachen erstmal kaputt hauen. Würde ich jetzt einfach mal so taktisch sagen, dass wir dann 2 gegen 1 spielen können. Also erstmal Donnerwelle auf Gyarados. Es geht auf Drachentanz. Okay. Der will uns schon wieder richtig fisten, der Junge. Steigt um plus 1. Init steigt um plus 1. Gyarados ist aber eh der stärkste Pokémon auf dem Feld. Aber jetzt ist es das langsamste. Und das ist schon mal die halbe Miete. Vielleicht greift er dann gar nicht mehr an. Dann ist gut. Eiszahn. Okay. Guter Play von dir. Ist auch nur ein 52er Dragonier. Sieht ganz gut aus. Okay, er donnerwählt uns ebenfalls, der kleine Sack, Alter, ne? Was für eine Sau hier. So, was machen wir? Wir sind jetzt genauso langsamer. Ladungsstoß würde ich jetzt nicht machen. Impergator wird davon genauso hart getroffen. Vielleicht, er wird mit Eiszahn, denke ich, nochmal auf Dragonier gehen und das sollte eigentlich schon reichen. Vielleicht Magnetflug noch. Nur für den Fall, dass hier mal ein Erdbeben kommt oder sowas. Auf jeden Fall, ja genau, Dragonier down. Das ist schon mal sehr gut. Da hat Sandra nur noch 2 Pokémon. Wir müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen, damit wir nicht alles gleich kaputt hauen von unserem Mitstreiter. Den könnten wir eventuell noch gebrauchen. Und Gyarados gleich direkt die Fullpara. Sehr geil. Wir bringen den Magnetflug raus und sind gegen Erdbeben oder sonstige Bodenattacken immun. Aber leider nur für 5 Runden. So, ja. Jetzt fehlt irgendwas hier. Donner oder so, mit dem wir angreifen könnten. Ich will jetzt aber noch nicht Ladungsstoß drücken. Oder bringt das was, wenn wir jetzt auswechseln? Aber ich glaube nicht wirklich. Pflanze haben wir jetzt auch nicht mit dabei. Ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt, hier mit Stahl anzugreifen. Oh, Impergator, du Rindvieh. Ich habe da gesagt, wir greifen erst die andere Seite an. Feuerodem zum Glück auf das Impergator. Das ist okay. Gyarados Donnerwelt auch noch. Okay, der will aber nicht angreifen. Das ist sehr gut, obwohl er den Angriffspush hat, aber der ist auch nur auf plus 1. Spiegelsalve trifft und hoffentlich macht die wenigstens mehr als die Hälfte an Schaden. Okay, ja, das ist nicht sehr effektiv. Dann können wir das eben nicht so machen. Würde ich vielleicht erstmal auf ein anderes Pokémon setzen, aber jetzt nicht unbedingt das Drachen-Pokémon reinschicken. Wir hätten selber Gyarados, aber mit den VM-Attacken. Ja, aber sonst nichts wirklich Probates. Ich weiß nicht, wie das aussieht mit unserem Eis-Pokémon hier. Ist schon wieder bescheiden. Das ist schon wieder sehr bescheiden. Was hast du für Attacken nochmal drauf? Kaskade, Gena, Erdbeben, Slam. Vielleicht können wir hier mit Morlord was tun. Vielleicht können wir mit dem Kollegen hier was anstellen. Müssen wir mal schauen. Hydropumpe. Oh, geht's auf uns. Aber wir sind selber im Wasser-Pokémon. Könnten wir vielleicht aushalten. Ja gut, wenn die Hydropumpe unser
Magneton getroffen hätte, hätte es schon wieder ganz anders ausgesehen, ja. So, er ist auf plus 2. Er ist auf plus 2. Ja, knirsche auf Zetra King und ich würde jetzt hier einfach mal Slam, den Slam einsetzen. Erdbeben würde ja auch wieder Impergator treffen. Alter, Garados auf plus 3 jetzt. Der Kollege gibt alles. Der will richtig alles auseinandernehmen und ja, genau, das war so klar. Das war so klar, dass der Slam wieder misst. Das war so klar. Vielleicht hier mit Kaskade einfach mal angreifen. Auch wenn es selbst ein Wasser-Pokémon ist. Okay, wir überleben das. Überleben wir gerade gar nicht, oder? Das überleben wir doch gar nicht. Habe ich jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Das ist ja scheiße, ne? Das ist ja richtig scheiße. Aber Impergator haut jetzt auch nicht mehr wirklich einen raus. Das hat hier gerade nichts. Gut, ist jetzt auch Full Para. Vielleicht hier Rosanna. Na. Also auf Magneton hätte eine Elektroattacke gefehlt, die auf einen Slot geht. Wobei wir eh. Wir sollten jetzt eigentlich eh. Impergator ist ja auch schon. Ist ja auch schon fast down. Wir sind geparat. Können wir auch mal einen Ladungsstoß rausdrücken. Okay, jetzt kommt eine richtig fistende Wasserattacke, die Magneton schon wieder richtig in den Arsch bumst. Überleben wir aber noch und ja, genau, geht auf uns. Jetzt greifen sie an, die Kollegen, und das war's für Magneton. War vielleicht doch nicht so schlau, Garados so lange stehen zu lassen. Der ist geparat und greift jetzt einfach immer wieder an, bringt immer seine Attacken durch. Und unser Rivale, der macht, was er will. Der macht, was er will hier. Schicken wir mal unser Garados rein. Wir müssen erstmal das Zetra King hier kaputt hauen. Damit das hier schon mal geklärt ist. Okay. Beide wieder minus 1 zurückgesetzt. Und jetzt Stärke oder Kaskade mit Stab. Probieren wir das mal aus. Wir greifen zuerst an. Wir sind die schnellste Wasserschlange auf dem Feld. Vielleicht reicht die ja schon. Ah, ja, das war, ist nicht sehr effektiv, aber hätte ja sein können, dass die reicht. Meine Herren hier. Und überall wird die Donnerwelle ausgepackt. Das ist eine Sau. Komm jetzt, Impergator, mach das Zetra King kaputt. Und er greift wieder auf Garados an. Was tust du hier, Kollege? So, aber ich würde unser Magneton doch gerne... Warte mal, war ich überhaupt heilen? Nein, ja, heilen war ich. Doch, Belebe habe ich hier. Ich wollte sagen, einkaufen. War ich einkaufen? Ja, ich war einkaufen. Magneton brauchen wir, denke ich, schon noch. Den Kollegen könnten wir schon noch gebrauchen. Er sollte dann eigentlich so ziemlich alles outspeeden, was hier auf dem Feld steht. Garados ist geparat. Aber wir schauen mal, wie weit wir mit unserem Garados dann noch kommen. So, jetzt würde ich eh erstmal aus... Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt, jetzt schon auszuwechseln. Nein, da müsste man Garados, wenn, dann eher down gehen lassen, weil Magneton frisst dann schon wieder irgendwelche dummen Wasserattacken, die ihn einfach wieder instant killen werden. Den müsste man dann gleich einwechseln und den Gegner kaputt hauen. So, Hydro-Pumpe. Ja, das war's mit Impergator. Und dann hat er, glaube ich, noch X-Bad. Und das dritte Pokémon fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Aber das ist okay hier. Gut, wir sind ein Flug-Pokémon, also es kommt ein bisschen härter. Aber sollten wir nochmal schlucken können. Jawohl, jetzt kommt X-Bad und das wird von Eisattacken natürlich genauso auseinandergenommen. Ich würde jetzt aber einfach mal angreifen. Machen wir mal Stärke auf Zetra King. Konfusstrahl auf ihn, Garados. Yes. Vielleicht bringt das seine KP noch ein bisschen weiter runter. Und hier in dem Kampf sollten die Gegner ja eigentlich keine Items einsetzen. War zumindest beim letzten Mal nicht so, also brauchen wir eigentlich auch keine Angst haben. Da es hier irgendwas kommt, die Para wieder raus ist, da wird sich... Klar, geparat und verwirrt und trotzdem kommt er durch. Der kleine Sack. Und X-Bad war eine große Hilfe. Das hat richtig langen Stand gehalten. Läuft bei dem Kollegen hier. Aber jetzt, ich hoffe mal, dass die Stärke jetzt endlich mal reicht. Das wird Zeit. Yes. Das reicht.
zweites Pokémon down. Magneton auf 65 plus 5 Spezial. Junge, 201 Spezialangriff. Das kann sich sehen lassen. Gengar hat unser Kollege noch. Und was hat Sandra? Sie hat noch ein... Warte mal, ich habe es jetzt nicht gelesen. Dragoran. Dragoran hat sie. Vielleicht einfach mal Kaskade. Also ich würde Gyarados einfach down gehen lassen. Um dann das nächste Pokémon full life und ohne Schaden reinzubringen. Ja, das könnten wir... Donner. Der Kollege hat Donner drauf. Sau. Das ist eine Sau hier. Das ist eine Sau. Okay. Gyarados ist geparat. Das ist ja schon mal was. So, wie machen wir das Dragoran kaputt? Mit Elektro oder mit Drache? Würde ich jetzt... Der Siegfried hat ja auch noch Drachen-Pokémon. Vielleicht eher jetzt Elektro. Und jetzt gleich mal einen Ladungsstoß rauszünden. Da kriegen wir vielleicht auch... Es geht auf den Schutzschild, die Sau. Und Matschbombe killt ihn. Und das heißt, wir machen jetzt nur an Gengar Schaden. Wir machen jetzt ernsthaft nur an Gengar Schaden, ne? Weil das blöde Dragoran hier einfach mal ein Schutzschild rausgeballert hat. Als hätte er es kommen sehen, ne? Als hätte er es kommen sehen. Und bei Gengar macht das natürlich gehörigen Schaden und gönnt ihm auch noch die Full Para. Ey, nee, du. Was hat er jetzt? Was kommt jetzt? Glurak. Natürlich, Glurak. Natürlich, natürlich. Das wird uns so richtig schön auseinandernehmen, aber trotzdem würde ich eigentlich gern... Ja, der outspeedet uns, der Kollege. Können wir diesem Feuer-Move hier standhalten? Wir sind full life. Wäre eigentlich nicht verkehrt. Okay. Ja. Okay, ich hätte lieber die Para auf dem Kollegen gesehen, aber okay. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, weil wir jetzt allein da stehen. Hat ja schon wieder keiner kommen sehen, so eine Scheiße hier. Unser Drachen-Pokémon würde ich jetzt einfach mal reinschicken. Und der Wutanfall geht da auf alle? Der geht, glaube ich, auf alle. Das ist sehr gut. Dragoran Projected schon wieder. Glurak-Drachen, ja. Genau. Der hat eine sehr effektive Drachenklaue dabei. Aber die ist, glaube ich, ohne Step. Der ist kein Drache. Jetzt Wutanfall und der... Ballert dir das Hirn weg, Kollege. Wie viel zieht er ab? Nur mehr als die Hälfte. Das ist schon mal sehr nice. Das ist fast ein One-Shot, Alter. Das ist fast ein One-Shot hier. Aber der Hyperstrahl, der gönnt uns ja auch gehörig. Aber könnten wir nochmal aushalten, ist eine normale Attacke. Die hat zwar 120 oder so Stärke. Nochmal ein Wutanfall und jetzt. Glurak auf jeden Fall down. Und Dragoran könnte auch gewone-shottet werden, weil wir schon mal 5 Level stärker sind. Ich denke schon. Dann heißt es 1 gegen 1. Sehr schön. Dragoran gewone-shottet und jetzt haben wir nur noch ein Pokémon uns gegenüberstehen. Und das wird Siegfrieds Dragoran. So, jetzt geht es los hier. Glurak auch weg vom Fenster. Sehr schön. Okay, jetzt 1 gegen 1. Jetzt läuft es. Aber das Dragoran war, glaube ich, auf 75. Das ist auf 75 hier. Okay. Okay, okay, okay. Wie sieht es bei dem Pokémon aus? Kann man hier irgendwo was heilen? Nicht wirklich. Können wir was wiederbeleben, was wir brauchen? Weiß nicht, vielleicht Magneton? Also unser Dragoran wird jetzt eher down gehen. Können wir eigentlich hier das Magneton wiederbeleben? Vielleicht können wir damit was anfangen. Müssen wir mal schauen. Draco Meteor. Junge, der wird gehörig reinschallern. Wir haben ja eh nicht mehr viel KP. Das war's hier. Aber es kann ja durchaus sein. Oh, Spätzangriff sinkt stark. Aber es ist ein physischer Angreifer. Glaube ich zumindest. Vielleicht können wir ja mit Rosanna. Ist die alte schnell genug, um hier zu outspeeden? Weil dann könnten wir einen wunderschönen Blizzard rausdrücken. Nein, er kommt mit einem Feuerschlag um die Ecke. Auch das wird uns auseinandernehmen. Na, Feuerschlag, Draco Meteor. Was hat er noch alles drauf? Hyperstrahl hat er noch.
Okay. Noch zwei Pokémon. Alter, Rosana einfach mal wieder geone-shottet, ne? Sau, das ist eine Sau hier, das sage ich dir. So, jetzt die Frage, ob hier Lohe-Kanonade, die müssen wir eine Runde aussetzen. Walzer ist zwar sehr effektiv, aber der braucht halt ein bisschen Zeit, bis der richtig stark wird. Man kann es ja aber trotzdem mal probieren. Der trifft, okay, der trifft schon mal. Okay, macht aber nicht so viel Schaden, ist aber sehr effektiv. Bodyguard, okay. Solange er keinen Schaden macht, ist okay. Hoffentlich trifft der Walzer weiterhin. Jawohl, der trifft weiterhin. Mach das Dragoran kaputt, Kollege. Draco Meteor, jetzt kommt er nochmal um die Ecke. Aber das ist, glaube ich, eine Spezialattacke und der ist auf minus 2 Spezialangriff. Sollten wir also überleben können. Den sollten wir überleben, jawohl. Wieder minus 2, jawohl. Den nächsten Draco überleben wir auch noch. Warum darf er denn das gleich nochmal, sag mal? Warum macht er das gleich nochmal? Hä? Habe ich hier was verpasst? Was geht denn bei dem? Warum haben wir jetzt keinen Walzer einsetzen können? Jetzt kommt der Walzer, okay. Okay, das wird aber noch nicht ganz reichen. Jetzt der... Hä? Versteht keine Sau, was hier los ist. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben Dragoran besiegt mit einem Walzer. Und das heißt, wir können uns jetzt die Telefonnummer von Arenaleiterin Sandra besorgen. Die kann man jeden Tag von 6 bis 10 in der Drachenhöhle ergattern. Ob sie uns die gleich gibt? Genau wie ich es mir dachte, gemeinsam seid ihr wahrlich formidable Gegner. Sicherlich ist es nicht verkehrt, wenn ihr weiterhin für euch allein nach stärker und höheren Zielen strebt. Allerdings solltet ihr euch bewusst sein, dass dies nicht alles ist, was die Freude am Pokémon-Kampf ausmacht. Aber nun, das muss ich wohl nicht erst in eigens Worte fassen. Ich bin mir sicher, ihr habt es bereits selbst eingesehen. Also dann, Merlin, auf ein baldiges Wiedersehen. So, Sandra, gib mir deine Nummer. Ich spreche dann auch auf. Merlin, unser Kampf hat mir viel Spaß gemacht. Und unser ebenfalls, mein ungehobelter Freund. Okay, ich muss sie mir extra besorgen. Merlin, irgendwie hat diese Geschichte einen seltsamen Verlauf genommen. Aber denk jetzt ja nicht, ich hätte meinen Plan, dich zu besiegen, an den Nagel gehängt. Sobald meine Pokémon und auch ich stärker geworden sind, dann stelle ich mich dir wieder in den Weg. Verlass dich drauf, jawohl. So, wir haben immerhin den Doppelkampf geschafft. Wir sind aber früh dran heute, scheint sehr viel Freizeit zu haben. Na gut, wenn du jemanden zum Reden brauchst, bin ich nicht abgeneigt. Wir können gern Telefonnummer tauschen, wenn du darauf bestehst. Yes, und damit haben wir die letzte Telefonnummer von allen 16 Arenaleitern aus der Kanto- und Johto-Region. Ich stehe dir jeden Freitagabend für einen Kampf zur Verfügung, wenn du darauf bestehst. So, das hätten wir geklärt und dann sehen wir uns jetzt gleich in Saffronia City wieder. Es ist nun Freitagabend und wir rufen jetzt mal Sandra an, ob sie Zeit für uns hat. Mal sehen, was hier abgeht. Hallo, ja, mir geht's gut, du rufst genau zur rechten Zeit an. Hast du Lust auf einen kleinen Kampf? Jawohl. Hihi, ich kann es kaum abwarten. Ich warte im Dojo auf dich. Sehr schön. Und damit starten wir jetzt den letzten Arenaleiter-Rematch-Kampf. Und danach... Da bist du ja. Gut, dann lass uns sofort kämpfen. Und danach würde ich ein Rematch in der Pokémon-Liga veranstalten. Also morgen geht's los. Weiß nicht, ob das alles in einen Part hineinpasst. Alle Top-4-Mitglieder und Champ Siegfried, das müssen wir schauen. Und danach können wir uns noch Rayquaza, Groudon und Kyogre widmen. Und dann weiß ich nicht, ob es das da... Nein, Trainer Rot, den müssen wir, glaube ich, davor besiegen, um diese ganzen Kugeln für die legendären Pokémon zu bekommen. Also es ist noch ein bisschen was ist schon noch zu tun. Oh, wir outspeeden hier. Welches Level war das Ding? Ja, auf 56, das ist überhaupt kein Ding. Was hat eine Beere, die den Schaden vermindert? Kehrzahlbeere, okay. Trotzdem wird's ein One-Shot, Kollege. Mach dich auf was gefasst. Yes, das reicht. Wir waren noch ein bisschen stärker. 9 Level stärker. So. Trotzdem 2500 Erfahrungspunkte. Jetzt kommt Glurak. Und gegen Glurak würde ich einfach mal Gyarados reinschicken. Und mit einer Kaskade ihm das Feuer ausmachen. Auslöschen. So, aber sie hat 6 Pokémon. Mal schauen, was da noch so kommt. Aber auf 52. Die ist halt hier. Die ist hier. Kommt einem so vor, die ist hier schwächer.
als in dem Doppelkampf in der Drachenhöhle. Weiß jetzt nicht, aufs Level habe ich jetzt nicht geachtet, aber die hätte ja jetzt stärker sein können als vorhin eben in der Drachenhöhle. Auch wenn sie jetzt 6 Pokémon hat. Weiß nicht, war das Glurak vorhin in der Drachenhöhle? Nein, das war Siegfrieds Glurak. Sie hatte Seedraking, Dragonir, Seedraking und Dragoran. Okay, lassen wir uns überraschen. Jetzt Aerodactyl, Gestein, Flug. Gestein und Flug. Kann man da Wasser machen? Ich glaube, wir können Wasser machen. Gehen wir mal Wasser lassen bei Aerodactyl. Mal schauen, wie es mit Kaskade aussieht. Wie viel das abzieht. Oh, Donnerzahn hat der Kollege. Die Sau hier, aber die ist nur auf 52. Ich denke, den halten wir nochmal aus. Jawohl. Wie viel macht Kaskade? Lass mal sehen. Da zieht hier einfach mal. Oh, sieht gut aus. Sehr effektiv. Da zündet gehörig was rein. Hier ist sehr effektiv. Bekommen wir Gyarados noch auf 66. Aber ob wir Gyarados mit in die Liga nehmen, den VM-Sklaven, weil den brauchen wir ja jetzt eigentlich nicht in der Pokémon-Liga. Dass wir da wieder ein anderes Pokémon reinnehmen für ein bisschen mehr Typenvielfalt, das muss ich mal schauen. Wir hätten auf jeden Fall noch Kokowai. Ein Pflanzen-Pokémon vielleicht. Muss ich mal schauen, was da am ehesten reinpasst. Am besten eins, was schon relativ hoch trainiert ist, damit ich nicht mehr ganz so viel machen muss. So, jetzt erstmal Dragonir gegen Dragoran. Aber das Dragonir, hat das überhaupt schon den Typen Drache? Weiß ich nicht. Mach mal Wutanfall. Junge, jetzt kommt ein Wutanfall. Aber ob das Ding ein Drachen-Pokémon ist, weiß ich nicht. Oder ob das nur ein Wasser-Pokémon ist und dann erst zum Drachen wird. Oh doch. Wird ein Drache sein. Das ist sehr effektiv, sehr geil. Haben wir das auch geklärt. Jetzt kommt ein Dragoran. Wir sind im Wutanfall drin und das Dragoran wird eigentlich instant geone-shottet. Sei denn, wir werden hier outspeedet mit irgendeiner Drachenattacke. Das ist sogar auf Level 60. Das ist sogar auf Level 60, aber wir outspeeden trotzdem und das Ding wird einfach mal K.O. gehen. Als wär's ein kleines Pummeluff. So, sehr schön. Das läuft wie geschmiert. Also, da war der Doppelkampf wirklich deutlich ansprechender oder schwieriger. Aber das lag natürlich auch an Siegfried mit seinen super starken Pokémon. Aber ich denke mal, dass Siegfried hier eigentlich nicht... Dass der in der Liga wieder ein Stück schwächer sein wird, dachte ich mal. Ich habe das irgendwann mal nachgeschaut, welches Level die haben, also in welcher Reihenfolge man das machen kann. Ich glaube, der wird dann wieder schwächer, der Kollege. Oh, jetzt habe ich vergessen, was hier für ein Pokémon reinkommt. Habe ich schon wieder vergessen in den paar Sekunden hier. Mal schauen, ob hier Eis vielleicht drauf passt. Und die hat ja Drachen-Pokémon. Seedraking. Okay, ist das letzte Pokémon schon? Auf 56 ist die hier. Okay. Oder, ja, das ist ein weibliches, genau. So, Hydropumpe, ja, juckt uns nicht. Mach mal Psychokinese. Mach mal die Psychokinese, vielleicht reicht die schon. Oh, mehr als die Hälfte ist immer gut. Okay, es hält aus. Gähner, okay, mit Gähner. Mit Gähner kommt er um die Ecke. Das juckt uns aber auch nicht wirklich, denn jetzt geht das Ding einfach mal down. Und damit haben wir alle Rematches gewonnen. Das läuft. Da können wir uns entspannt den Liga-Rematches widmen. Und dann Trainer Rot. Und dann müssen wir erst Trainer Rot tatsächlich bekämpfen. Also ich glaube, so war es mir. Denn nur dann bekommen wir ein zweites Starter-Pokémon. Und dann können wir auch erst die Kugeln bekommen für die Legis. So war es mir, glaube ich. Genau, so funktioniert das. Bleib am Ball. So, sehr schön. Und ihr bleibt auch am Ball, indem ihr den Abo-Button drückt, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.